Was schweifst du in die Ferne, das Gute liegt so nah. Da hinten, ganz unscheinbar, 350 Meter von uns entfernt, wir wohnen wohlgemerkt in einer Stadt, die was 240.000 Einwohner, glaube ich, hat. Nagelt es mich nicht fest, in Linz an der Donau. Wir haben ungefähr 5 Minuten, würde ich sagen, zu dieser Gärtnerei. Dann 10 Minuten weiter sind wir dann bei unserer Waldquelle, wo wir unser Wasser holen, aber nicht mehr. Und in 10 Minuten, wenn sie ist, sind wir auch zu Fuß fast eigentlich am Hauptplatz der Stadt. Und natürlich, da sagst du, Demeter-Gärtner. Tja, so schaut der Karotten aus. Ja? Genauso schaut der Karotten aus und soll der Karotten ausschauen. Und dann sagst du, ja, das ist so teuer und das kostet so viel. Aber das Witzige ist, diese Argumente, die was die Intelligenz einer Kuh beleidigen, und nichts gegen eine Kuh, stingen wir so zum Himmel, das sind nämlich die Leute, die was im selben Atemzug vielleicht 3.000 Euro im Casino an einem Tag runterladen, oder die was vielleicht sie irgendein komisches, verschnittenes Pulver einziehen, im Wochenende verballern sie 300 Euro für unseren geschissenen Koks. Und das sind genau die Argumente, die was sagen, na, da kostet die Karotten, da kostet das Kilo 50 Cent mehr wie beim Spar. Also man merkt eigentlich, wie sehr das Bewusstsein fehlt in unserer Welt. Und drum schaut es auch so aus, oh Gott, oh Kraus. Wie soll man das Geschick wenden, wenn sich Menschen lassen so viel blenden? Doch, da gehöre auch ich dazu. Und solange ich's nicht hab ergriffen, meine Seele gibt keine Ruhe. Es gibt viel zu tun, wenig Zeit zu ruhen. Packen wir's an, die Arbeit, die muss doch getan. Ja, also hör mal auf mit faulen, madigen, billigen Ausreden, warum wir unseren depperten Arsch von unserer versieften Couch nicht hochbringen, und fangen wir an, zumindest das ABC des täglichen Lebens, des ganz des einfachen Lebens, einfach einmal zu leben. Und schönen Tag wünsche ich euch.